Unschuldig im Knast. Was klingt wie ein Filmtitel, ist Buen Nuhi tatsächlich passiert. Fast ein Jahr lang sitzt der schwäbische Familienvater völlig zu Unrecht hinter Gittern. Die Justiz hält ihn für den Big Boss einer international agierenden Drogenbande, weil sie auf die Lügen eines Kriminellen hereingefallen ist. Für den gebürtigen Albaner ist das ein Jahr voller Ungewissheit, Angst und Wut. Ich bin ja verschleppt worden. Man hat mich von meiner Familie gerissen. Ich habe die ganze Nacht nur noch geweint. Warum bin ich hier? Wer hat mir das angetan? Warum? Warum, warum? Und es war eine ganz harte Zeit. Dieser Justizirrtum ist so unglaublich wie bewegend, weiß auch Fernsehanwalt Ingo Lenzen. Der Jurist für Strafrecht nimmt sich Buens Fall an und kämpft monatelang vor Gericht für seinen Mandanten. Er hat 360 Tage unschuldig im Gefängnis gesessen. Das alles nur aufgrund einer Aussage eines Mannes, der, wie sich schlussendlich herausstellte, im Schengener Raum mit Haftbefehl gesucht wird. Es ist am frühen Morgen des 2. Dezember 2018 in Tuttlingen, als sich das Leben von Buen, seiner Frau Lemja und ihren zwei Söhnen dramatisch ändert. Ich bin dann einfach irgendwann mal aufgewacht, weil ich Schreien draußen gehört habe, konnte es aber nicht wirklich einordnen, was eigentlich los ist. Daraufhin bin ich dann in die Küche gelaufen und habe dann das Fenster aufgemacht. Und plötzlich schaute ich runter und das ganze Haus war umzingelt mit der Polizei. Ich lief dann ganz schnell ins Schlafzimmer und sagte zu meinem Mann, Buen, steh auf, da ist die Polizei. Und dann erst habe ich auch realisiert, dass im Haus Taschenlampen, also einfach Lichter da waren und einfach dieses laute Schreien Polizei, als sie reingestürmt sind. Bevor der Familienvater überhaupt realisiert, was gerade passiert, steht bereits das SEK vor ihm. Ich habe erst gedacht, mit Kindern ist schon was passiert. Und dann siehst du so hohe Viecher maskiert. Da stehen sie vor dir mit ihren Gewehren. Wer ich bin, sage ich, bin der Buen Nuhi. Bleiben Sie dort stehen, wo Sie sind. Und dann sind die hochgestürmt. Dann haben die mich auf den Boden geworfen, in die Küche, mit Kabelbinder festgebunden. Ich war schockiert. Ich lag auf dem Boden. Ein Beamter hat mir noch mit Knie auf meinen Hals dagegen gedrückt. Er sagt, du Kollege, was ist denn los? Das werden Sie gleich erfahren. Die gesamte Familie wird brutal aus dem Schlaf gerissen. Auch die Söhne werden gefesselt und mit Waffen bedroht. Es ging alles so schnell, da überlegst du auch nicht, warum, wieso, weshalb. Denkst du nur so, was machen die hier? Mehr auch nicht. Dieses psychische, diese Belastung kommen erst im Nachhinein. Ramis gesundheitliche Folgen sind schwerwiegend. Seit des SEK-Einsatzes ist er auf einem Ohr taub. Denn die Familie wird an jenem Morgen stundenlang von den maskierten Männern festgehalten und verängstigt. Keiner kann sich erklären, was hier eigentlich vor sich geht. Auch der vorgelegte Haftbefehl bringt damals keine Klarheit. Dieses pinkene Schreiben habe ich am 2. Dezember von der Kommissarin vorgelegt bekommen. Ich habe reingeschaut, ich habe nur noch Kopf geschüttelt. Was ist da los? Ich habe auch nicht verstanden. In der schriftlichen Anordnung des Amtsgerichts heißt es: Gegen den Beschuldigten Buen Nuhi wird die Untersuchungshaft angeordnet. Gründe: Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, als Mitglied einer Bande und bewaffnet, unerlaubt mit Kokain in nicht geringer Menge Handel zu treiben und diese in nicht geringer Menge in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen. Buen wird festgenommen als der vermeintliche Deutschlandboss einer europaweit agierenden Drogenbande. Die Geschehnisse sind für die ganze Familie traumatisierend. Auf einmal wird dir irgendeine Person aus dem Leben gerissen und dann ist es noch dein Vater und wir nicht wissen, wann er kommt oder kommt er wieder. Das braucht wirklich seine Zeit, um überhaupt erstmal zu realisieren, was passiert ist. Lemja glaubt fest an eine Verwechslung und daran, dass ihr Mann bald wieder frei sein wird. Doch die Tage und Monate vergehen und alle Anträge auf Haftentlassung werden abgeschmettert. Denn im Fall einer Verurteilung drohen dem Familienvater bis zu 10 Jahre Haft. Ich habe nur noch gezittert, geweint, nichts gegessen, nicht geschlafen, weil wir nicht wussten, was passiert, was kommt auf uns zu, was ist da los.
Von heute auf morgen ist der Vater, Ehemann und Hauptverdiener weg. Lemya kann mit ihrer Teilzeitstelle allein das Familienleben und die Anwaltskosten nicht bezahlen. Verzweifelt, aber auch beschämt, sucht die 45-Jährige Hilfe bei Verwandten, nimmt zwei neue Jobs an. Wissen Sie, sie leben ganz normal, sie arbeiten täglich für ihr Brot. Und dann geschieht ihnen sowas, wo sie ganz genau wissen, man tut ihnen Unrecht. Und dann sind sie darauf angewiesen, dass dann die Familie ihnen was gibt, damit sie was zum Essen kaufen gehen können. Und der Schmerz sitzt so tief. Halt und Unterstützung bekommt Lemya von ihrer Schwester Kauta. Nur dank ihr kann sie ihren Ehemann im rund 30 Kilometer entfernten Gefängnis besuchen, denn das Familienauto wurde beschlagnahmt. Es war schon immer ein Drama, hierher zu fahren. Ich meine, er war ja unschuldig, wir wussten das, wir wussten auch nicht genau, was los war. Und jedes Mal hier, diese Fahrt hierher war echt sehr, sehr schwierig. Erstmal für sie und für mich auch und für die Kinder. Hilflos eingesperrt zu sein und seine Familie so unter diesem Albtraum leiden zu sehen, ist für Buen kaum zu ertragen. Das Schlimmste war, wenn die Familie mich besucht hat. Das war alles Schlimmste. Du guckst von da oben, vom Gitter, guckst die Kinder unten, die Frau. Dann gehst du runter, Besucherraum. Da zittert dein ganzer Körper. Du wirst beobachtet die ganze Zeit. Was redest du mit der Familie? Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Ich weine, die weinen. Du weißt nicht, was du erzählen sollst. Nach 25 Minuten war Besuchszeit zu Ende. Die sind raus, man hat sich verabschiedet. Dann gehst du wieder hoch, guckst vom Fenster, die winken, die weinen und du bist wieder im Käfig drin. Fast ein Jahr geht die Familie durch diese emotionale Hölle. Dann kommt der 5. November 2019. Der Tag, an dem sich der Familienvater gemeinsam mit 8 weiteren Angeklagten vor dem Landgericht Rottweil wegen des angeblich millionenschweren Drogenhandels verantworten muss. Der Mammutprozess erregt durch die Umbau- und Sicherheitsmaßnahmen des Gerichts in Höhe von 1 Million Euro zusätzlich großes Aufsehen in den lokalen Medien. Als angeblicher Drahtzieher der Drogenbande muss Buen Nuhi fortan vor den Augen der Zuschauer und der Presse auf der Anklagebank Platz nehmen. Das ist da auch so ein Gefühl, wenn Sie da drin sitzen und Sie sehen Ihren Mann da vorne als Angeklagter auf der Bank sitzen. Mit Fußfesseln. Fußfesseln und Handschellen. Angekettet, wie ein Schwerverbrecher. Hinter dir Kinder, ganze Familie. Und du sitzt da vom Richter auf der Anklagebank. Guckst die an, von links nach rechts, Buen. Wo sitzt du überhaupt? Warum? Warum sitzt du hier? Wer hat dir das angetan? Warum muss ich diese ganze Elend mitmachen? Aber wie geriet der unschuldige Tuttlinger ins Fadenkreuz der Ermittler? Die Antwort darauf bekommt selbst der 45-Jährige erst mit Prozessbeginn. Die Justiz präsentiert einen Kronzeugen, der die unglaublichen Vorwürfe erhebt. Aber wer ist dieser Zeuge? Und warum belastet er einen Unschuldigen? Dieser angeblich 52-jährige Bulgare bietet sich Monate zuvor den Behörden als V-Mann an. Er gibt vor, Kontakte ins Drogenmilieu zu besitzen und nun als verdeckter Ermittler die Seiten wechseln zu wollen. Die Polizei geht mit der Aussicht, einen großen Drogenring in Deutschland zu sprengen, auf den Deal ein und hinterfragt die Geschichten des Mannes nicht. Nach Monaten der Ungewissheit in U-Haft versteht Buen erst jetzt im Gerichtssaal, wer ihm das ganze Desaster beschert hat, und erkennt den Drahtzieher wieder. Wo er reingelaufen ist, ich habe ihn sofort erkannt, aber gesagt, boah, du bist der Kronzeuger, du bist derjenige, wo wir dich abgeholt haben vom Bahnhof. So, jetzt weiß ich, wer mich belastet. Denn Buen kennt den Kronzeugen durch einen alten Bekannten. Uns zeigt er, wie es zu dem flüchtigen Kennenlernen kam. An einem Samstag stand ich genau hier vom Ampel. Und da vorne stand der, hat mir gewunken.
Buen hält bei seinem Bekannten an. Er hatte mich gefragt, ob ich ihm einen Gefallen tun kann. Er muss einen guten Freund vom Bahnhof abholen. Der 45-Jährige kann nicht ahnen, dass er durch diesen Gefallen in ein krummes Geschäft zwischen seinem Bekannten und den als V-Mann agierenden Freund gerät. Nach 4 Minuten sind sie am Bahnhof, um den späteren Kronzeugen abzuholen. Der stand genau hier. Habe ich kurz das Auto angehalten. Der Kollege ist ausgestiegen, hat ihn begrüßt. Er ist hier hinten eingestiegen. Hallo, hallo, wie geht's dir? Gut, danke. Dann sind wir losgefahren. Buen lässt die beiden Männer wieder am Wettbüro aussteigen. Was er damals nicht weiß, die Fahrt wird von der Polizei beobachtet. Die zwei steigen aus. Ciao, ciao, Jungs, danke schön, bitte schön. Aber dass diese Fahrt mein Leben ruiniert, hätte ich mir nie in meinem Leben vorgestellt. Diese kurze Autofahrt bringt den Familienvater mit den Drogengeschäften seines Bekannten in Verbindung. Buens späterer Verteidiger Ingo Lenzen erklärt das Vorgehen der Ermittler so. Den Buen Nuhiji hat man aber niemals mit dieser Bande in irgendeinen Kontakt bringen können, mit Ausnahme von einer Fahrt, wo er einen Bekannten am Bahnhof abgeholt hat bzw. seinem Bekannten einen Gefallen getan hat. Weil man jetzt überhaupt keine Tatzusammenhänge konstruieren konnte, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, na dann ist er halt der Chef. Und genau das hatte auch dieser Kronzeuge gesagt. Dann die ungeahnte Wende im Prozess. Es stellt sich auf einmal heraus, der Kronzeuge ist kein Bulgare und lebt in Deutschland mit einer falschen Identität. Die Ermittler sind einem per internationalen Haftbefehl gesuchten Verbrecher aufgesessen. Wir haben einen Kronzeugen, der über 20 Mal vernommen worden ist in bulgarischer Sprache. Wir erfahren dann im Hauptverfahren, dass der nur gebrochen bulgarisch spricht und der bulgarische Dolmetscher ist nicht in der Lage, Sätze zu übersetzen, die Sinn und Gehalt haben. Ja, dann frage ich mich, wie kommen wir denn dazu, dass wir über 20 Vernehmungen in fließendem Deutsch haben? Die Polizei will damals offenbar die größtenteils frei erfundenen Aussagen des 52-Jährigen glauben. Nur so lassen sich die einseitigen Ermittlungen, auch laut Verteidiger Lenzen, erklären. Der Kronzeuge ist in Wahrheit ein Libanese, der selbst wegen Drogengeschäften mehrere Jahre in Bulgarien im Gefängnis saß. Dort lernt er auch bruchstückhaft die Sprache. Vor einer erneuten Haftstrafe kann er fliehen. Mit einer falschen Identität reist er illegal nach Deutschland ein. Sein Plan fortan? Als V-Mann für die Polizei zu arbeiten, um Straffreiheit zu genießen und mit den Kontakten ins Drogenmilieu weiter Geld zu verdienen. Er wird später von den Behörden abgeschoben. Das Gericht entlässt Buen Nuhi am 27. November 2019 aus der U-Haft. Dieses Gefühl kann man auch nicht mit Wörtern beschreiben. Wie ein freier Mensch zu sein, nach 360 Tagen. Diese schrecklichen Momente, schreckliche Nächte. Du bist wieder freier Mann. Du laufst ohne Handschellen, ohne Fußfesseln, verlässt du Landgericht Rottweil. Der Vorwurf des bandenmäßigen Drogenhandels rund um den Prozess in Rottweil kann in keinem Fall erwiesen werden. Das Gericht spricht Buen am 11. Februar 2020 von allen Anklagepunkten frei. Und da rief mich mein Chef an. Sabun, das freut mich. Nicht nur Buens Familie glaubt immer an seine Unschuld, sondern auch sein Arbeitgeber, der ihn trotz dieser langen Zeit in U-Haft nie kündigt. Sag Buen, das freut uns sehr. Wir finden keine Wörter. Wir haben ja gewusst, dass du unschuldig bist. Der Familienvater ist den Menschen, die zu ihm gehalten haben, sehr dankbar. Besonders seiner Ehefrau Lemya. Ich habe eine sehr, sehr starke Frau. Respekt. Was sie geleistet hat und dass sie mir vertraut hat, dass ich ein sauberer Mensch bin, war und bin. Es ist schön, wenn man eine glückliche Ehe führt und man hat Vertrauen. Das Paar kämpft nun um Schadensersatz für Sohn Rami. Der 18-Jährige ist seit den traumatischen Ereignissen durch das SEK auf einem Ohr taub. Trotz Buens Freispruch und der finanziellen Entschädigung für die Zeit in U-Haft bleibt die Familie auf einem Schuldenberg von rund 50.000 Euro sitzen.
Wir werden weiter kämpfen, wir werden unser Leben genießen, soweit es möglich ist, und weiter arbeiten, positiv denken, weil das Leben muss ja weitergehen, trotzdem allem, was uns geschehen ist. Der Irrtum hat Familie Nuhi viel genommen und noch ist der Kampf für Gerechtigkeit nicht vorüber. Dennoch blicken sie positiv in die Zukunft, denn ihr Familienzusammenhalt ist unverwüstlich.